So, in welche Kiste soll ich jetzt nicht reinschauen? In die kleine. Wahrscheinlich alles zurücklegen. Alles zurücklegen. Ja, ist ja gut. Ja, für mich ein Counter, auch die Dia-Blöcke. Für mich ein Counter, wie viel ich hier alles gesagt habe. Alle drei Stück waren's. Drei. So, sind drin, danke. Für mich eigentlich nur ein Counter, damit ich weiß, wie viele Erze hier drin sind in vier Chunks. Ich muss mal gerade was essen. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Overdrive. So ein Arsch! Wer rennt denn da jetzt zurück zum Abfarmen? Er baut mir hin, dass ich so zu. Das ist sehr schön, ich hab den Apfel im Inventar. Warte mal, den von mir? Ja. Warum? Was meinst du, was ich jetzt hinterher noch esse? Gib mir meinen Apfel. Gib mir meinen Apfel. Alter, ich weiß. Du weißt, dass ich noch viel Goldapfel gefressen habe. Ich weiß. Alter, das hatte ich an diesen Wendeltreppen. Bist so ein Weg dafür. Ja, ganz ehrlich, die hasse ich einfach. Ja, es wird sich hier auch noch ändern. Haust rein. Alter, was ein Folgenbeginn! Danke fürs Husten. Kein Ding. Oh, du hast eins meiner Absorptionsherzen weggebaut. Abgeschlagen. Gib mir meinen Goldapfel. Jetzt habe ich ihn. Du Wichser. Mann, dich kann man so leicht verarschen. Na ja. Dann geht's mir so ein. Ich brauche mehr Erfahrung. Alter, zum Glück kann man dich nicht leicht verarschen. Nein, nein, überhaupt nicht. Nein, nein. Ah, was ein Falkenbeginn! Deswegen hasse ich Dosch manchmal so extrem. Wieso? Warum hast du das zugebaut? Weiß ich nicht. Also ich gehe jetzt erstmal mein Schwert verzaubern. Viel Spaß. Guck mal wieder meine Übermacht hier auf dem Server. Ich habe eh schon meine komplette Diamantrüstung fertig. Ja, ich bin noch dabei. Du bist ja auf 24/7 auf dem Server am Campen gewesen. Tut mir leid, ich hatte so viel Zeit einfach. Ja, ich habe das gemerkt. Weißt du, was das Traurige ist? Von uns beiden bin ich der Arbeitslose. Das ist echt das Traurige eigentlich. Und selbst ich habe mir gearbeitet. Ich habe sogar wirklich zu Hause gerade teilweise aufgearbeitet. Dann läuft bei dir wohl irgendwas falsch, oder? Oder bei dir? Ja gut, das kann auch sein. Ach ja, das war ein schöner Folgenstart. Ja. Oh lala. Warte mal.
Ist es jetzt so ein Wettrennen, wer zuerst alle Achievements hat oder was? Das war schon vorher. Also ich habe jetzt ein Schärfe 5 Schwert, ne? Echt gut, ja, ich bin dann mal weg. Wo bist du denn mal? Da das Leimfarm unten. Schon wieder? Ja. Ja gut, dann baue ich jetzt erstmal weiter an dem Weg nach unten. Boah, ich muss mal gerade. So. Auf jeden Fall ist das weitergebaut. Alles klar, die ersten 5 Minuten haben wir schon mal verblödelt. Mal. Alter, warum muss genau jetzt ein Laster von irgendwelchen Kanalreinigern vor uns raus parken, ey? Oh ja, der Gaum lässt grüßen. Falsches Spiel. Absicht. Wahrscheinlich. Eigentlich hätten wir noch ein Looting-Schwert, ne? Eigentlich schon. Du. Boy. So, ich baue jetzt aber wirklich mal hier den Weg weiter. Nachdem mein wundervoller Kumpane jetzt schon wieder hier meint, er müsse AFK ein bisschen Slimes farmen. Tue ich doch gar nicht. Ich baue noch hier weiter. Wo bist denn du? Ich bin unten bei der Mob-Farm. Du hast gerade eben noch gesagt, bist du bei der Slime-Farm. Kann man so leicht verarschen. Beruht auf Gegenseitigkeit. Da korrigiere ich hier gerade deinen Mist. Boah, ach das. Sieht doch irgendwie viel schöner aus, oder? Ey, ich will doch nicht sterben! Ja. Also ich glaube, ich habe jetzt mal meine Übermacht klar dargestellt, oder? Ja. Das ist das Schöne, wenn man... Was? 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 Hä? Was ist? Hast du jetzt einen Goldapfel gefunden? Nee. Nein. Ich baue mal oben den Weg weiter. Na ja. Wir haben uns ja jetzt noch eine neue Shisha geholt, unsere Truppe. Oh, Shisha. So eine 4-Stoch-Shisha haben wir jetzt. Wahrscheinlich schön, oder? Alter, das ist so gechillt. Oh, schöner, warmer Sommerabend. See. Shisha. Weißt du, was aber auch geil war? Eine Freundin von mir hat ja als Haustier hat ein paar Frettchen. Ja. Ich hab die letztens mal kennengelernt, die Frettchen. Und die meinte nur, ja, keine Sorge, die beißen nicht oder so. Okay, 2 Minuten später, ich lieg so auf der Couch und schaue einen Film. Auf einmal nur so, aua, aua, aua. Was ist? Ein Frettchen beißt mir in den Zeh. Komisch, die beißen doch nicht. Das kann nicht sein. Naja, das Frettchen und seine Zähne, mein Zeh reinrammt, sagt was anderes. Aber wirklich, die Viecher sind doch sau doof. Ja? Jetzt sag nichts Falsches. Ich weiß. Nee, du musst einfach mal vorstellen. Kennst du doch irgendwie so einen normalen Tisch an der Couch, ne? Ja. Das ist ja kein Meter nur noch von Sprung, noch nicht mal ein halber. Hm? Eines der Frettchen geht erst auf den Tisch drauf, will auf die Couch springen, die sogar noch was tiefer ist. Macht wirklich so die ganze Zeit, macht sich bereit zum Sprung. Wir schauen da so gespannt zu, was passiert. Ploppt einfach runter. Das ist nämlich nicht mal abgesprungen, das ist einfach so plups. Also das ist mir doch bei Katzen genauso oft. Ja, aber Frettchen sind wirklich noch bescheuerter. Echt? Ja. Yeah. Ja,
Ja, wenn du dieses Jahr bei uns bist, können wir mal da vorbeifahren. Hast du denn nicht deinen Führerschein? Ich fange dir das nächsten Monat an. Endlich. Ja. Mach ich zusammen mit meinem Kumpel. Ich habe das Geld jetzt endlich zusammen. Naja, Geldproblem immer. Naja, ich bin immer noch abhängig von meinen Eltern. Ich zum Glück nicht mehr. Moment, ich muss mal kurz. Wo habe ich hier eigentlich die Karte hingetan? Ah, da unten. Okay, ich habe die Koordinaten jetzt schon mal für gleich. Das Village schaut aus. Ja. Ich würde sagen, machen wir gleich mal beide unsere Inventare voll mit Frott und Flesh. Beziehungsweise muss er eh gleich mal essen. Ja, ich muss Essen machen. Ja, sag ich ja. Oh mein Gott, ob ich das mit meinem Fuß kann. Was hast du jetzt mal genau gemacht? Ich war Longboard fahren. Hab neu aufgesetzt mit dem Fuß. Und wenn man nicht richtig aufsetzt, dann lenkt das Board beim Anschubsen in eine andere Richtung. Okay. Genau das ist mir passiert. Und ich bin genau nach rechts gefahren, anstatt geradeaus. Und dann wollte ich das natürlich korrigieren. Und habe versucht, mich aufs Board zu stellen, habe versucht dann zu korrigieren, dass ich wieder geradeaus fahre. Dabei bin ich ins Ungleichgewicht gekommen, bin vom Bad runtergeflogen. Ich habe den linken Fuß auf den Boden gesetzt und habe aber dann mit dem rechten Fuß wieder aufs Longboard gesetzt. Und dann, ja, ist das Longboard weiter nach vorne gefahren und hat mir die Beine auseinandergezogen. Meinen linken Fuß habe ich nach hinten in die andere Richtung gesetzt. Nachdem das Longboard dann weiter gefahren ist, musste ich meinen Fuß einfach um 180 Grad drehen, irgendwie. Okay. Das hat dann halt mein Körper automatisch gemacht. Oh Mann. Ergo, es tut scheiße weh. Das kann ich mir vorstellen. Was wollte ich mal? Ah ja, ich wollte meine Spitzhacke reparieren. Ja, komm, das reicht. Dann kann ich die Blätter noch kombinieren, dann habe ich meine Effizienz 5 Spitzhacke. Easy. Alter, drei Schläge von Zombie, GG. Was haben wir da? Da ist ein Skelett. Scheiße, da sind drei Skelette. Alles klar, dass die Viecher jetzt auch noch wegrennen, das finde ich so krass. Skelette? Ja. Das ist so heftig. Ich sag dir, demnächst kriegen die noch, wenn die schießen, kriegen die jetzt mal so ein Schild, dass sie 10 Sekunden unverwundbar sind. Also ganz ehrlich. Naja, du hast ja schon die andere Art von Skeletten gesehen in Snapshots. Also es sind noch keine wirklichen Snapshots draußen, aber Screenshots wurden veröffentlicht. Noch nicht. Von neuen Skeletten, die durch die Gegend schweben. Die Was? Geister. Alles klar. Alles klar, Mojang. Und es soll wahrscheinlich 1.10 soll ein Höllen-Update werden. Ein was? Höllen-Update. Es gibt viele neue Sachen. Wenn du gleich hier oben ankommst, wundere dich nicht, dass ich das mit dem Diorite so gemacht habe. Das wäre einfach anders nicht möglich gewesen. Ja, wollen wir sehen. Hätte mir vielleicht ein bisschen Platz lassen sollen. Weil ich wollte jetzt auch nicht so zwei Diorite übereinander machen, das sieht ja scheiße aus. Ja, klar. Boah, aber du weißt gar nicht, wie sehr ich mich auf den Mod Tech Reborn freue. So sehr. Oh ja.
Ich habe jetzt aber wirklich mal geschaut, ob da mein Plan so aufgeht mit den Ressourcen. Klappt. Alles kein Thema. Okay. Oh, und es ist sogar das alte Julio Meta dabei. Oh! Da habe ich nicht schlecht geschaut. Ja. Julio Meta früher so Pena. Und heute einfach mal nichts. Ja gut, nichts kannst du nicht sagen. Es ist immer noch wertvoll, aber... Ja. Aber ich gehe halt schwer davon aus, wenn wir das einfach mit den... Sammel schnell... den Meta... Hier das Gedöns, wo man das Julio Meta rausbekommt. Kannst du mittlerweile auch schon RF in EU umwandeln. Meinst du Mass Fabricator? Genau, Mass Fabricator, danke. Warum weiß ich so Sachen noch? Obwohl ich schon seit Ewigkeiten kein Modpack mehr gespielt habe. Keine Ahnung. Weißt du, was ich aber voll krass finde? Dass so gut wie keine Sau mehr wirklich mit IC2 arbeitet. Finde ich echt schade eigentlich. Der Mod ist cool, muss man sagen. Vor allem die Erweiterung Gregtech. Ja gut, Gregtech ist ja mittlerweile schon ausgestorben. Leider. Ja, weil Greg einfach voll geworden ist. Er studiert hier. Nicht nur mehr, ne? Echt? Der hat ja auch schon vorher die ganze Zeit studiert. Ja, ich weiß. Bloß mittlerweile ist es einfach so geworden, der hat keinen Bock mehr auf den Mod. Schade. Oh naja. Ich finde Gregtech eigentlich voll den guten Mod. Ist es auch. Boah, ich kann mich noch daran erinnern, als ich damals Greg mal kennengelernt habe beim Start von V7. Wolltest ihn umbringen? Einmal! Nein, ich weiß nur, dass du ihn da zum Start von V7 umbringen wolltest. Oh ja, aber sowas von. Ich geh noch ein bisschen Dienst anwarten. Ja. Wo weißt du, was wir eigentlich auch mal machen könnten? Nächstes Bauprojekt. Wir bauen uns eine Shisha. Ich hoffe mal in Minecraft, oder? Ja, ja. Ich dachte schon Real Life. Ja, nee, ist klar. Oh, hier ist er noch. Nehme ich das erstmal mit. Warum hast du den Boden aus vollen Stone Bricks gemacht? Hattest du eine Zeit lang auch gemacht? Hä? Nein. Doch klar, doch. Das hast du ganz klar gemacht. Ich hab's nämlich da gesehen und gedacht, okay, dann mach ich so weiter. Ja. Alles eigentlich Materialverschwendung. Deswegen. Hast du gemacht? Nix. Mir ist da gerade was aufgefallen. Na? Wow. Ist mir was aufgefallen, das hatte ich noch nicht. Boah, was kann man gerade noch zum machen? Muss auch einen Schanter bauen. Fuck. Boah, ich glaube, ich muss mal alles so Dias verstecken. Oder das ganze Obsidian. Oder die Bücher. Boah, ich muss mal gerade ganz kurz noch nachschauen.
Was machst du jetzt gerade Produktives? Ich crafte neue Stairs. Okay. Ich habe noch ein paar Stonewicks, wenn du das brauchst. Nö. Also die Zuschauer wissen, was ich gerade mache. Ich will's auch wissen. Au. Boah, drei Herzen. Ich bin gut geflogen, muss ich sagen. Willst du wirklich wissen, was ich gerade mache? Nein, eigentlich nicht. Ja, okay. Ich bin auch kurz davor, das Achievement zu bekommen. Ah, was kann man noch so machen? Dafür werde ich was haben, was du nicht haben wirst. Was denn? Und zwar... Wo ist denn das? Adventure-Teil. Durch alle Schief, durch alle Biome? Ja. Ja, keine Sorge, ich schaff das schon. So, ich such mal gerade einen Mob. Na, Overkill. Ach Quatsch, ich doch nicht. Hast du Stärketrank oder was? Ach komm, ja. Muss man das mit einem Stärketrank machen mittlerweile? Du musst 9 Herzen Schaden machen, soweit ich weiß. Das funktioniert nur mit einem Stärketrank. Stimmt. Kannst du Fenster in Minecraft nichts vormachen, das weißt du. Oh, die Folge ist rum, ne? Oh. Tschüss. Okay. Alles klar. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.